Marcel Chevrolet, zunächst vielen Dank, dass Sie den Weg ins Finews-Studio gefunden haben. Wir sprechen heute über unabhängige Vermögensverwalter. Sie selber haben als unabhängiger Vermögensverwalter erfolgreich gearbeitet. Nun fusionieren Sie mit einem anderen Unternehmen. Was gab den Ausschlag dafür? Herzlichen Dank, Claude Baumann, für die Einladung. Der Ausschlag für die Fusion ist folgender. Wir haben deutlich verstärkte Richtlinienanforderungen von der FINMA. Das FIDLEG, die FINIG, die Finanzdienstleistungsgesetze, die werden angepasst, die werden verschärft. Als Einzelkämpfer ist es fast nicht mehr möglich, das alleine zu stemmen. Man muss sich vorstellen, man braucht einen separaten Compliance- und Risk-Officer, man braucht separate Spezialisten für Geldwäscherei, die ganzen Geschichten. Das müsste man als Einzelkämpfer, müsste man das extern einkaufen und bezahlen. Das ist kaum mehr möglich als Einzelkämpfer. Würden Sie sagen, dass die Aufsichtsbehörden gar nicht mehr daran interessiert sind, dass kleine, unabhängige Vermögensverwalter am Leben bleiben? Das würde ich so gar nicht sagen. Das möchte ich denen gar nicht unterstellen. Es ist einfach eine internationale Harmonisierung, auch auf EU-Stufe, wurde das schon vor mehreren Jahren eingeführt. Die Schweiz zieht jetzt einfach nach und passt sich den EU-Richtlinien an. Sie fusionieren mit der Prospera Invest Vermögensverwaltung. Wie sind Sie mit dieser Firma zusammengekommen? Warum passen Sie überhaupt zusammen? Ja. Kennengelernt haben wir uns über LinkedIn, vor einem Jahr schon etwa. Wir sind beide recht aktive Schreiberlinge. Immer wenn wir etwas zum Thema Finanzen zu schreiben, zu berichten haben, machen wir einen Bericht. So haben wir uns kennengelernt und haben schnell gemerkt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge, wir haben die gleichen Themen. Und so habe ich eines Tages Christian Freihofer kontaktiert und ihn gefragt, hör mal, wie machst du deine Regulierung, was sind deine Pläne? Und da hat er gesagt, wie die allermeisten auch, er weiß es noch nicht genau, wir sind dran am Schauen. Da habe ich ihm gesagt, hör mal, sollten wir mal zusammensitzen und einfach darüber reden, würde es nicht Sinn machen, wenn wir unsere Aktivitäten zusammenlegen, um einerseits die Kosten zu reduzieren und andererseits den Anforderungen nach FIDLEG und FINIG zu genügen, damit wir die FINMA-Lizenz für Vermögensverwalter erhalten. Apropos Aktivitäten, wer genau sind Ihre Kundinnen und Kunden? Wir betreuen Privatkunden, die in der Schweiz wohnen. Ich glaube, da haben wir eine Nische. Wir haben ganz bewusst suchen und betreuen wir auch kleinere Kunden. Wir haben Kunden schon bereits ab 100.000 Franken. Bei den Großbanken fallen die durch die Netze und werden in der Regel mit hauseigenen Fonds abgespitzt. Da können wir wirklich eine individuelle Beratung und Betreuung bieten, wo wir uns doch deutlich abheben können von den Banken. Sie wollen Ihr Angebot auch anderen, weiteren unabhängigen Vermögensverwaltern anbieten. Wie genau muss man sich das vorstellen? Ja, schauen Sie. In der Schweiz haben wir etwa 3.000 unabhängige Vermögensverwalter. Etwa 80% davon sind Einzelkämpfer oder zwei, maximum Dreimannbetriebe. Also hat es hunderte von anderen unabhängigen Vermögensverwaltern, Einzelkämpfer, kleine, so wie wir das sind, die genau die gleichen Problematik haben. Und da haben wir gesagt, wenn wir das für uns schon anbieten und errichten, dann können wir das wirklich auch anderen anbieten und so nochmal günstiger werden und die Kosten nochmal reduzieren und auch die gesetzlichen Anforderungen selbstverständlich entsprechen. Sie geben mit der Fusion auch Ihren klingenden Namen Chevrolet auf. Schmerzt das nicht? Nein, ich bin nicht so wahnsinnig eitel. Der Name Chevrolet Consulting wird nicht ganz verschwinden. Ich werde nach wie vor die Vorsorgeberatung und die Beratung von Personen, die die Schweiz verlassen, werde ich nach wie vor über die Chevrolet Consulting laufen lassen. Die Fusion mit der Prospera Invest Vermögensverwaltung, sage ich, die betrifft nur die Kunden aus meiner Vermögensverwaltung. Jetzt muss ich doch noch nachfragen, sind Sie denn verwandt mit dem legendären Autobauer Chevrolet? Ja. Die Frage kommt natürlich immer wieder. Ja, bin ich. Der Louis Chevrolet, der Gründer der Chevrolet Corporation, das war mein Urgroßonkel.
1890 aus dem Jura ausgewandert nach Detroit, hat das erste Indianapolis 500 in 1905 gewonnen. 1911 hat er die Chevrolet Corporation gegründet, 1917 Konkurs gegangen und wurde da von General Motors übernommen und ist bis heute die größte Brand innerhalb des General Motors Konzerns mit 4 Millionen verkauften Autos. Leider kein reicher Onkel, wo ich Millionen geerbt habe oder erben würde. Deshalb probiere ich es weiterhin mit selber arbeiten. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind, Herr Chevrolet. Herzlichen Dank, Claude Baumann.